zu kaputt. What the fuck? Der Betrag haben wir sicher auch, wo die Bank hinweist, die. So, da sind wir beim Einzelgaming bei Berlin. 15:55 läuft gleich aus. Ich erkläre gleich, worum es jedem Game geht. Dafür machen wir einfach mal hier einen Linksklick auf neues Spiel. Ein Spiel lassen wir uns hier einfallen. Ein natürlich ein mittelgroßes Spiel Richtung Mittelalter. Simulation. Rollenspiel. Mittelalter, was könnte es sein? Der blaue Ritter. Und dann erzähle ich mal. Das ist das Spiel Game Tycoon. Das wird jetzt als Let's Happy mal rausgebracht. Ich spiele es in den Streams, habe ich das sehr oft gespielt. Man sieht es, ich bin schon im Jahr 25, habe eine mittelgroße Firma und bin schon so weit, dass es die WU gibt. Eine M-Box, PlayStation 3, also da kommt sogar noch die 4 bald raus. Das GR-Phone, das Görlitzer-Phone, wer es noch nicht wusste, sowie das GR-Pad. Dazu muss ich noch die Lizenz holen, oder PC und so. Ich würde einfach mal sagen, wir entwickeln den Blauen Ritter, eine mittelalterliche Simulation, Rollenspiel mit der Engine 4, mit einer 3D V3 Grafik für 120.000, insgesamt 53.000 haben wir gerade gesehen, ist schon was Nices. Ja, bei den mittleren Spielen, die ich jetzt erstellen kann, sollte ich am besten Leute aussuchen, die etwas gut machen können. Hier geht es jetzt darum, die Engine, Gameplay und die Story herauszufinden. Dazu kann ich hier überlegen, die Engine, da bin ich am meisten, der Alex, da würde ich sagen, bleibe ich hier oben. Das Gameplay, machen wir die Joey, den machen wir mal ein bisschen wenig, das können wir hier eigentlich umändern. Ich bin nur gerade überlegen, wie das ging. Ist aber auch jetzt gerade egal, denn wir brauchen zum Beispiel auch keine Story. Also der Christian, der muss zum Beispiel hier nichts groß machen. Aber das Gameplay soll natürlich auch schon hoch sein. Lineare Erzählung gibt es hier dazu. Mehr Spielermodus soll es geben. Charakterentwicklung, Tutorial, Mod Support, alles soll es geben. Deswegen lassen wir das mal für 170.000 weiter machen. Ja, hier liegt es auch teilweise, dazu komme ich gleich, liegt es teilweise und ich bin schon dabei, den PC zu bereinigen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, ich habe auch schon Software aktualisiert von der Grafikkarte. Ich lege mal dann noch die anderen Software auch noch frei und gucke mir es dann mal dort an. Oh nein, es scheint so, als hätte sich das Spiel Berlin 1555 bei der Veröffentlichung eine Reihe unentdeckter Bugs gehabt. Einige unserer Kunden haben Probleme damit gehabt und verlangen von uns ein Patch. Okay, wir können entweder jetzt Zeit investieren, um ein Patch zu entwickeln oder ihre Bitten ignorieren. Das heißt, wir lassen sie reden, so wie BE es machen mit uns manchmal und dann. Okay, aber wir bringen natürlich ein Patch raus für 60.000. Ist natürlich teuer und man sieht, wie gesagt, das leckt. Ich habe gerade mal so um die 13 FPS. Jetzt habe ich so um die 30, das ist locker sehr gut. So, es wurde vom Markt genommen, das Spiel. Schade. Und gerade mal ein 5.555.890 € Umsatz erzielt. Schade. Ja, in dieser Sache, das ist jetzt so leckt. Wir brauchen hier kein KI-Gefährten, ist nicht unbedingt. Easter Eggs, na klar, Level-Editor brauchen wir in einem Simulationsrollenspiel nicht unbedingt, aber Dialoge sollen schon verwässert sein, obwohl es keine groß drin sind. Ich versuche auch bald mit der Nvidia, von Nvidia gibt es aus ein Aufnahmeprogramm, damit mal aufzunehmen. Ich gucke mal, wie das da läuft, wie das da ist. Mal gucken, was wir dann dazu sagen. Deswegen nehme ich auch hier nicht so lange auf. So, wir sind natürlich in der Grafik einer der besten. Deswegen lassen wir uns hier oben bei der Grafik. Die Joey, die soll die Spielwelt Design machen.
Ist natürlich gut, weil sie kann es nämlich auch gut. Und wir brauchen natürlich auch hier und Sound lassen wir auch. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter runter. Und lassen wir sie mal entwickeln. Man sieht auch hier die oben, die Hives, das ist die Entwicklungsphase. Die verschiedenen Sachen, die Bugs, wie viele Bugs das drin sind, die müssen natürlich dann auch noch runtergemacht werden. Die Designs-Punkte, die Technologie und natürlich Forschung, da zeige ich euch auch noch was. Mansi Game hat kürzlich eine dringend notwendige Patch für Berlin 1555 veröffentlicht. Ein Fan sagte, ich liebe Firmen wie Mansi Gaming. Mansi Game. Sie wollen ihre Kunden nicht einfach das Geld aus der Tasche ziehen, BE zum Beispiel, ziehen, sondern verstehen auch unsere Anliegen und stellen sicher, dass wir unser Spiel auch wirklich genießen können. Ja, gut, mache ich natürlich auch sehr, sehr gerne. Also jetzt warten wir bis zum Beispiel, bis die ganzen Bugs weg sind. Und dann können wir noch weiter warten mit dem ganzen Punkt. Müssen wir aber nicht. Jetzt hat sich noch ein Bug reingeschlichen. Jetzt haben wir einen Bug rausbekommen. Mistig ist, wenn sich in dieser Sekunde noch ein Bug reinschleicht. Ja, jetzt können wir mal hier angucken, wo überall Punkte dazugekommen sind. Die 3D-Grafiker zum Beispiel einen Aufstieg. Das heißt, die Level 5, die kriegt immer bessere Grafik. Aber die Jules Motley, die hat jetzt auch einen Levelaufstieg auf 5. Das würdet ihr gleich sehen, was da passiert. Gehaltserhöhung. Aufgrund einer verbesserten Arbeitserfahrung hat die folgende Mitarbeiterin eine Gehaltserhöhung bekommen. Die Jules Motley, die bekommt jetzt sogar schon 53.000 von uns. Und ja, so die kann jetzt zum Beispiel auch ein Spezialtraining haben. Obwohl das glaube ich auch Joe heißen sollte. So, den können wir jetzt hier für 3D, für Pixel Cup und sonstiges ein bisschen hochputschen. Hier kann man den zum Beispiel noch ein bisschen hochputschen. Ist aber jetzt nicht notwendig, kostet uns sehr viel. So, jetzt kommen die ersten Bewertungen für den Blauen Ritter. Das heißt, vier Zeitungen, Gaming-Zeitungen, geben ihre Bewertung ab von 1 bis 10. Sehen natürlich das Beste und 1 natürlich das Schlechteste. Wir werden natürlich jetzt sehen. Sieht zum Beispiel jetzt schon schlecht aus. Wenig aufregend von Stargaming. Und wenn die schlecht sind, sind die meistens darunter auch noch schlecht. Außer der letzte kann noch richtig gut raushauen. Aber jedenfalls eine gute Sache. Funktionieren gut. Okay, also wir haben durchschnittlich 4. Und das ist nicht so gut. Also dann, das ist wirklich nicht so, so gut. Wir brauchen Geld. Wir waren schon über 10.000 in den Streams. Und deswegen machen wir sofort ein neues Spiel. Diesmal ein kleines. Machen wir noch ein mittleres. Gefängnis kam öfters gut an. Oder wir machen Militär. Denn da kommen nämlich als neues Game im Jahre 26 raus. Das Game. Das ist natürlich schwer, immer wieder sich Spiele zu überlegen. Ich habe schon viele Panzer. 1, 2, bum. Deswegen machen wir hier ein V3 raus. Ne, V4 sogar. Also es gibt sogar schon den vierten Weltkrieg bei mir. Eine Simulationsstrategie. Und natürlich wird das auf der Blazesten rausgebracht. Mit einer Spielengine 4. Jetzt wieder natürlich die beste Grafik. Wir wollen natürlich nicht von der Grafik runtergehen. Das ist nicht immer gut. Aber okay, so, wir sehen wieder hier. Genau, so schieben muss man das, genau. Und man zieht das mit links hin und her. Also wie hier hinten möchte ich jetzt zum Beispiel am liebsten einen Quaser haben. Ja. Für Militärsimulationsstrategie. Ach du heilige Scheiße, da habe ich mir was zusammen gespichelt. Brauchen mal wenig Story, also lineare Erzählung kann raus. Einfache Zwischensequenzen, klar. Gespeicherter Spielestand sicher, mehr Spieler muss sein. Support machen wir mal raus. Die Charakterentwicklung, dass man drin im Spiel natürlich auch. Gameplay und Engine muss natürlich oben bleiben und dann machen wir es mal. Ja, Zeit lassen wir hier noch uns jemanden suchen mit deinem Demo-Film. Und dann werden uns hier verschiedene Leute angezeigt. Und eigentlich, ich sage jetzt nur eins, es ist nicht gut, mehr Leute eigentlich anzustellen.
Denn sie kosten ja auch viel. Der zweite wird jetzt zu viel kosten. 16 pro Monat. Ist auch so eine ganz. Und wir haben dann das die Millionen. Aber es ist so, dass echt. Desto mehr, desto besser kann vielleicht auch die Bewertung ausfallen. Deswegen nehme ich mal den hier für 10.000. Allgemein, der ist schon besser in der Geschwindigkeit und so. Design und Technologie bloß so schlecht. Aber das ist nicht schlecht. Und wir haben sogar Mehl dann. So, wir können einen großen Messestand holen. Gehen aber jetzt mit dem blauen Ritter dran. Leider. V3 ist nicht fertig. So, wir können jetzt hier noch die Theresa mal reinholen, damit sie mal ein bisschen mitarbeitet. Level-Editor machen wir mal mit rein. Und KI-Gefährten brauchen wir natürlich auch bei einer Simulationsstrategie. Dieser Balken kann ich auch meiner Zeit erklären. Gerade als es schien, dass die Branche den langsamen Niederschlag eines Spieles am PC stillschweigend akzeptiert hat, da immer mehr Spiele primär für die Konsolen entwickelt werden, schien der PC-Markt wieder aufzuleben. Gut, das heißt, wir können jetzt wieder Games für den PC rausbringen, denn die werden jetzt besser angesehen. Neue, leistungsstarke und erschwingliche Hardware, eine wachsende Indie-Entwicklerszene und der Ausstieg des Crowdfunding-Models haben viele neue und spannende Projekte auf den PC-Markt gebracht. Es schien, dass der PC-Markt in den nächsten Jahren nur noch stärker anwachsen wird. Also, das heißt, in den nächsten Zeigen, wie gesagt, mehr für Konsole rausbringen. Der Konsolenliebhaber ist eine kleine schlechte Nachricht, da viele PC-Spiele auch für die erfolgreiche Konsole portiert werden. Naja. Gut, jetzt kommen wir mal hierzu. Das ist die Leiste, wann sie Urlaub brauchen. Ist sie weit unten wie bei den beiden, dann sollte man so schnell wie möglich Urlaub machen, denn sonst arbeiten sie nicht mehr ordentlich. Das werden wir dann gleich machen. Sonst müssen wir natürlich nach oben und los geht's. Und jetzt mit der V4 gehen wir sogar ran. Mag nicht so gut sein. Da sehe ich jetzt schon, dass wir schon mal besser dran waren. Wir waren, glaube ich, schon mal mit 4 Millionen. Ne, mit 1 Million waren wir, glaube ich, schon mal Messestand. Jetzt haben wir nur 600.000. Ist schlecht. Oh, wir haben sogar auf Platz 100 das sogar geschafft dieses Jahr. Respekt an uns. Oh, Platz von Yoga von Kikit. Wohl veröffentlicht. Okay. Also das Spiel sieht eigentlich gut aus. So von der Technologie ist es sehr weit oben. Ach, Forschung würde ich euch auch noch zeigen. Das mache ich auch gleich. Bugs sind fertig. Nein, jetzt hat die noch einen Bug reingebracht. Das habe ich vorhin erzählt. Den kann man auch jetzt leider nicht mehr rausholen. Gut, also punktemäßig sieht es gut aus. Die Kristen Jinxen hat 0 Punkte zu bekommen, habe ich auch. Deswegen habe ich sie auch nicht genommen dieses Mal. Und wir werden das Spiel einfach mal veröffentlichen. In dieser Zeit geht die in den Urlaub und der in den Urlaub. Er forscht etwas und zwar gibt es hier viele, viele Sachen. Zum Beispiel hier Dinger, hier die Themen. Neue Grafik, Erzählungen, Videos und. Was wollte ich denn gerne machen? Ich wollte Orchester Soundtrack Stereo. Das wollte ich machen. In der Zeit macht er jetzt hier. Und jetzt haben wir die erste Spielebewertung erhalten. Und führt nicht ganz die Erwartung, also ist es kein gutes Game geworden. Nicht schlecht, aber auch nicht gut. Haben wir schon vom blauen Ritter gehört. Lieber Inferno Gaming. Hab schon bessere gesehen. Ja, schade Game Hero und macht teilweise Spaß. All Games. Also wir haben fast einen 5er Durchschnitt. Liegt im Mittelschnitt. Und gut. Hier oben sieht man jetzt die Einheit. Und hier steigt es sehr gut nach oben. Ja, bei 80.000 ist es stehen geblieben, leider. Der blaue Ritter wurde vom Markt genommen. Oh, wir haben 2 Millionen Umsatz damit erzielt. Also wir haben fast sogar die Games, wie benennen sie hier?
Games, keine Ahnung. Jedenfalls machen sie das. Hier haben sie fast reinbekommen. Die haben wir jetzt sogar drin mit V4. Und ja, das ist das ganze Game. Nach der Zeit, wenn wir genug Geld haben, wird sogar noch eine Anfrage auf ein größeres Büro. Das wird wächst und wächst immer mehr. Am Anfang waren wir in unserem kleinen Buddich, in unserer kleinen Hut. Danach hatten wir noch eine kleinere Sache für drei Leute mit uns. Und danach auf vier, will ich meinen. Oder es ging gleich hier rein. Ich bin mir dabei nicht ganz so sicher. Aber okay, wir machen noch ein Projekt. Ach nee, wir haben ja noch hier so welche Dinger. Das kann ich auch mal zeigen. Denn ich bin jetzt so weit, dass ich Aufträge annehmen kann. Die zum Beispiel hier. Ach, Weltraum. Hier habe ich keine Lizenzen dafür. Ich sage jetzt mal, eine Weltraumkausal soll ich erstellen. Mindestbewertung soll eine 6 sein. Und Spielgröße Mittel. Ich kriege 90.000 von der Firma. Und darf mir aussuchen, für welche Konsole. Hier ist es vorgeschrieben, für welche Konsole. Und ja, Strafe muss ich zahlen, 250.000, falls ich die 6 nicht erreiche. Gut, ich nehme einfach mal an. Und, och, was nehme ich denn hier? PC, der ist doch nach oben gegangen. Natürlich mit der neuesten Engine. Das ist ein Kausal-Weltraumspiel. Ich weiß nicht, was Kausalspiele sind. Deswegen nennen wir dieses Spiel Alien Mama. Und das ist echt teuer. 275.000 ist schon eine gewaltige Sache. 90.000 haben wir dazu bekommen. Und ja. Derzeit scheinen Rollenspiele sehr besonders beliebt zu sein. Angesehen zu sein, beliebt zu sein, ist genau das Gleiche. Ach ja, holalala. So, Kausal, wenn ich wüsste, ich klicke jetzt nämlich immer durch, weil ich weiß nicht, was Kausalspiele sind. Mir sagt es einfach null. So, wir haben hier 3 Millionen Umsatz mit V3, V4. Verdient Respekt an uns, ja. Jetzt leckt das ein bisschen. Hallo, ich bin Gary Barr von Gamers. Ihr habt gehört, dass man sich gerade an einem Spiel arbeitet, wenn sie bereits über das Spielobjekt informiert. Das gibt es natürlich auch so welche Kleinigkeiten, wo sie noch spielen und sowas fragen. Natürlich gehen wir das Interview ab. Was ist die Erwartung hinsichtlich des Erfolges von Alien Mama? Glauben Sie, das Spiel wird gut angenommen? Ich bin natürlich bescheiden. Ich will das Spiel nicht unbedingt pushen. Oder will ich das Spiel pushen? Jetzt liegt es nämlich in eurer Hand, ob das Spiel gut ankommt oder nicht. Wenn ich zum Beispiel das Spiel pushe, dann kann es sein, dass ich zu sehr das Game hier zu sehr drauflegt. Und ja, aber vielleicht gut ankommt oder nicht. Ich pushe einfach mal, damit wir es sehen. Danke für Ihre Zeit. Bald kommt Dings. So, der Bericht, und das können wir uns dann auch lesen. Ja, zwischendurch trinken sie mal Kaffee. Oh, die hat sogar zwei Kaffee. Was ist denn das für eine Alkoholikerin? Kaffeetrinkerin. Oh, hier ist ein Kakao und hier ist Wasser. Nicht schlecht. Und wir machen natürlich weiter, weil ich nicht weiß, was Kausal ist für die Spielrichtung. Und gut. Jetzt sitzen gerade an der Grafik dran, jetzt an dem Sound. Für Fans der M-Box hat das lange Warten ein Update der Konsole bis bald ein Ende. Mikro oft hat. What the fuck? Jetzt bleibt mal ruhig. Mikro oft hat angekündigt, dass die M-Box One im Laufe des Jahres erhältlich sein wird. Die neue Konsole wird das universale Entertainment-Plattform angeboten und verfügt über Sprache. Sprachsteuerung! Und ständig filmt die Kamera. Das ist natürlich sehr NSA verdächtigt. Sprachsteuerung und ständige filmende Kamera für Gestensteuerung. Eine Kamera, die immer ist nicht die einzige umstrittene Eigenschaft, da die neue Konsole außerdem mindestens einmal am Tag im Internet verbunden sein muss, um richtig zu funktionieren. Außerdem unterstützt sie keine älteren M-Box-Spiele und hat eingeschränkte beim Verleih oder Weiterverkauf von Spielen. Microsoft wird ganz klar den Status Udo verbessern und eine Konsole in neuer Zukunft des Spielens liefern.
Aber wir sind nicht sicher, ob die Spieler Microwave-Vision teilen werden. Werden wir auch sehen. So, ach, 20 Bucks. Punkteneuheit. Kurz nachdem Microwave seinen Beitrag der kommenden Konsumgeneration bekannt gab, hat Wonny, ich glaube, ihr wisst alle, wovon es sich handelt, aber es steht nun mal hier, weil die Lizenzen und alles mögliche Rufmord und seit lang erwartete Konsole, die Blazes 4 angekündigt im Laufe des Jahres. Die Konsole scheint alles zu können, was die Blazes auch kann. Nur besser. Okay. Anders als die Inbox muss die Blazes 4 nicht ständig online sein und scheint auch sonst mehr auf Spieler zuzugehen. Wir denken, dass es kaum ein Risiko gibt, dass Wonny-Fans enttäuscht sein werden, aber wir werden sehen, wie gut sich die neuen Konsolen gegenüber ihrer Kreaturen behaupten wird. Okay, gut, das Spiel ist jetzt fertig im Hype 24. Alter, am hohen monatlichen Kosten habt ihr gerade gesehen. So, es sind alle Bugs draußen. Wir machen das so schnell wie möglich, bevor hier die ganzen Bugs reinkommen. Ja, wir lassen das jetzt hier runterlaufen. Dialoge hatten Aufstieg. Der Christian Jengs hat bald einen Aufstieg und kriegt auch mehr Be Gehalt. Schade. Sieht es nicht vielleicht ganz so gut. Neue, oh, prominente Synchronsprecher. Das wird bestimmt richtig gut ankommen. Deswegen machen wir mal Forschung. Gucken wir mal, ob wir uns das leisten können. Synchronsprecher 80 Forschungspunkte und 240.000. Keine Ahnung, wie das hier gezählt wird. Und jetzt Elmo. Ach du, ich kann nicht hingucken. Ah nee, wir müssen Strafe zahlen. Nein. Gut, also wir können schon mal uns vorbereiten, dass wir die Strafe zahlen müssen. Aber so hart müssen die doch nicht sein. Was gibt es denn dann bei 1? Da wisst ihr jetzt, dass es schlecht ankommt. Wir müssen jetzt gleich die Strafe zahlen. Wir müssen gleich die Strafe zahlen. Wie? Und wir haben 1.700. So, Publisher. Das Spiel erfüllt nicht die Erwartung. Wie Vertrag regelt, wird eine Vertragsstrafe von ihrem Konto abgezogen. Und da kommt sie an. 250.000. Mein Exklusivinterview vor einiger Zeit hat Alex vom Manzi Gaming die sehr mutige Bekanntmachung gemacht, dass ein Spiel Alien Mama, welches zu dem Zeitpunkt noch in der Entwicklung war, sehr extrem erfolgreich sein wird. Jetzt, wo das Spiel auf dem Markt ist, ist es die allgemeine Meinung, dass Alex braucht für eine Lernstunde in Sachen Bescheidenheit, weil das Spiel nur mittelmäßige Kritiken bekam. Mittelmäßig war ganz weit unten, aber danke für mittelmäßig. Im Großen und Ganzen hat das einen negativen Einfluss auf die Verkaufszahlen. Das habe ich nämlich gesagt. Und ja, Branchenneuheit. Das massiv hat so viel zu lesen. Nach massiven Protesten gegen die fragwürdige Funktion der neuen M-Box hat mein Microsoft heute einen Brief veröffentlicht, aus dem zu entnehmen ist, dass die Pläne ihre Pläne ändern werden. Die M-Box One wird nicht länger eine ständige Internetverbindung brauchen und auch keine Einschränkungen beim Verkauf und Verleih von Spielen. Ganz klar haben andere und beliebte Strategien Unternehmen wie Wonny, einen lautstarken Spieler, selbst einen Kurswechsel herbeigeführt. Okay. Und wir sehen, wie die Fans auch runtergehen. 1,1. Wir müssen dann unbedingt noch ein Spiel rausbringen, dann später in den Livestreams. Aber wir sehen, das geht eigentlich gut nach oben wieder. Investitionen. Was geachtete Damen und Herren, ich bin der Finanzaufseher des Geschäftsleiter Firma Woma Oil Limit von Nigeria. Oh. Ich kontaktiere. Nee, wie sprechen die? Ich kontaktiere sie. Dass sie über eine ausgezeichnete Reputation am Markt. Unser Geschäftsleiter, mich, hat beeinvollmächtigt, 2,5 Mansia zu kappeln. What the fuck?
Der Betrag haben wir sicher wo die Bank hinweist, die Überweisung benötigt die Bank nur noch die Akzeptanz, die dazu übermittelt. Sie einmal die Traktion von 1, 1 und 2. Gut, lasse ich zu. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann geht einfach mal, kommt einfach mal in die Livestreams rein und dann werdet ihr einfach mal sehen, wie das Spiel ist. Wenn auch noch Musik im Hintergrund läuft, hier gibt es ja jetzt keine Musik, Games Commission, so war es. Und wir gehen natürlich nicht dorthin mit so schlechten Zahlen. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Lasst ein Abo da, ja, und Daumen nach oben und Daumen nach unten, wenn euch das nicht gefallen hat. Und ein Kommentar. Oh nein, jetzt sehen wir zum Beispiel, erscheint, dass kürzlich einige Unternehmer Opfer gerischer Vorschubsbetrüger wurden. Die Betrüger gaben vor, große Summen in Unternehmen zu investieren zu wollen, verlangten dafür allerdings eine beachtliche Summe zur Vorauszahlung ins Geschäft zu kommen. Denjenigen, die unglücksweise gezahlt haben, werden ihr Geld nicht wiedersehen. Die Polizei ermittelt, aber scheint die internationalen Betrüger hilflos gegenüber zu stehen. Da haben wir zum Beispiel das Problem, aber damit nicht mehr passiert, machen wir so, wir machen natürlich Speichern, machen das nochmal so, damit jetzt nicht mehr passiert. Und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Man of the Wort. Ciao, ciao.